Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Course of You Tech. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir geht es mittlerweile auch wieder etwas besser. Ich hatte ja erwähnt im letzten Webtipp, dass ich so ein bisschen die Woche flach gelegen war. Deswegen gibt es jetzt erst das Tutorial, wie man Petya vom Rechner verbannt. Damit muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt auch so nicht gerechnet, dass es mittlerweile dann auch eine Möglichkeit gibt, Petya zu entschlüsseln. Das ist, man muss aber auch wirklich sagen, mehr oder weniger im Moment die Ausnahme bei Ransomware, dass man die eben auch entschlüsseln kann. Deswegen, aber für alle Leute, die halt noch nicht bezahlt haben, die können sich jetzt an das Tutorial halten und können Petya von ihrem Rechner verbannen. Erstmal nochmal vielen Dank für euer ganzes Feedback. Am Ende werde ich nochmal auf ein paar Sachen eingehen. Also wer die letzte Berichterstattung von Petya so verfolgt hat, auch kommentiert hat und so weiter. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen und da möchte ich dann noch so ein paar FAQs mal beantworten, aber das erst am Ende des Videos. Jetzt soll es erstmal darum gehen, wie könnt ihr das entschlüsseln. Es gibt eine Website, die ist Teil des Ganzen. Da ist dieser Entschlüsselungsalgorithmus integriert. Mit der kann man das dann entschlüsseln, aber wir brauchen noch Informationen, um eben an diese Keys heranzukommen. Also es ist eine zweiteilige Geschichte und da geht es eben um die Sektor-Location von eurer verschlüsselten Partition. Dafür gibt es ein Tool, den Link findet ihr natürlich immer im Artikel, den ihr wiederum in der Videobeschreibung, wenn ihr auf YouTube seid, findet. Und da ist das Tool verlinkt, da könnt ihr euch das runterladen. Keine Sorge, das ist kein Virus, das ist wirklich ein Tool, mit dem man dann arbeiten kann. Das packt ihr auf einen USB-Stick, das sollte ein nicht zu aktueller USB-Stick sein, weil es kann sein, je nachdem, ob ihr das mit Windows 7 macht oder mit Windows 8 oder Windows 10, dass das eben für die Boot-CD unterschiedlich schwierig ist. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mit meinem... Ich bin ja so ein Typ, ich stehe so ein bisschen auf USB-Sticks, was Speicher angeht, weil die halt schön klein sind. Ich kann sie überall mitnehmen und ich habe da so ein 128 GB SanDisk-Stick mit USB 3.0. Den habe ich sehr viel für virtuelle Maschinen, dafür ist der auch super geeignet. Ja, pack den für das Tutorial einfach an den Rechner ran und möchte dieses Teil dafür benutzen. Ja, Pustekuchen, es funktioniert nicht. Dann habe ich noch in der Schublade ein Werbegeschenk gefunden mit 4 GB Speicher. Das funktioniert wunderbar. Also ihr seht, nehmt lieber einen etwas billigeren, kleineren Stick. Ihr braucht nichts Großes. Dieses Tool ist gerade mal 2 Megabyte groß. Das ladet ihr runter. Ich habe es hier mal abgespeichert, den Link. Wie gesagt, ihr kriegt das Ganze dann... funktioniert gerade nicht super, aber ich habe das schon auf den Stick vorbereitet, ich habe da schon mal was vorbereitet und dann werden wir das Ganze mal in die virtuelle Maschine packen, die verschlüsselt ist. Vorneweg, ihr braucht wie gesagt den Stick, ihr braucht das Tool und ihr braucht eine Windows Boot CD, also sprich die Installations-CD von eurem Rechner. Allerdings beachte, es muss eine 32-Bit-CD sein, also Windows 10 64-Bit könnt ihr vergessen. Bin ich selber auch dran schon gescheitert. Das Problem ist, dass in der 64-Bit-Version nicht das, die Runtimes für 32-Bit drin sind, um dieses Encryption-Tool oder dieses Sektor-Tool zu öffnen. Das heißt, ihr braucht ein 32-Bit-Windows-CD und mit der könnt ihr das Ganze dann ausführen. Die bekommt ihr auch bei Microsoft. Also falls ihr sowas nicht habt, könnt ihr das auch bei Microsoft downloaden. Ja, diverse Portale wie zum Beispiel chip.de bieten sowas auch an, brennt die CD und könnt die dann einlegen und davon booten. Das Ganze gilt halt wie gesagt für Windows 7, Windows 8 und Windows 10, Windows XP hoffe ich nicht, dass einer noch einsetzt, aber da könnt ihr dann natürlich eigentlich auch mit einer Windows 7 CD oder so könnt ihr dann auch hantieren oder mit einer Windows 10, sollte auch kein Problem sein. Ich werde das aber nochmal, also Windows 7 zeige ich nochmal separat, weil ich halt so gemerkt habe, so Feedback im Internet, ja, dass viele Leute damit scheinbar nicht klarkommen, ist mir zwar ein bisschen Rätsel, weil es doch sehr ähnlich ist mit Windows 10, aber ich zeige heute erstmal Windows 10 und dann in einem separaten Video nochmal, wie es für Windows 7 aussieht. Und wie gesagt, ihr brennt das Ganze und ihr müsst halt dann von dieser CD eben booten. Ich habe jetzt hier schon mal unsere VM offen, mit der Verschlüsselung Petya, so sieht das Ganze dann natürlich aus, wenn ihr euch Petya eingefangen habt. Und wir werden jetzt mal einen Reboot provozieren und werden jetzt gleich von der Windows 10 32-Bit-CD booten und werden dann die Reparatur durchführen.
Aber das sind so entscheidende Sachen, also dass man halt wirklich guckt, eine 32-Bit-CD zu haben. Auch wenn man eine 64-Bit-Installation hat, das spielt keine Rolle. Es geht lediglich darum, dass dieses Tool ausgeführt werden kann, mit dem man eben diese Informationen auslesen kann. Ihr könnt das Tool auch auf eine CD packen, zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt keinen Stick da, habe aber zweites DVD-Laufwerk, ist auch kein Thema. Problematisch ist es allerdings dann, oder was heißt problematisch? Es ist halt praktischer, wenn man einen USB-Stick hat, weil dann kann man nämlich diese Informationen in der Textdatei abspeichern, ich werde das gleich zeigen, und kann mit diesem Stick an ein Handy gehen, an den Zweitcomputer gehen, zum Nachbarn gehen, also man braucht auf jeden Fall noch ein funktionierendes Device, kann auch ein Mobile-Device sein und kann dann auf diese TXT-Datei zugreifen und das ist der Trick einfach, deswegen nehme ich einen USB-Stick. So, dann gehe ich jetzt hier auf Weiter, ich möchte das Ganze in Deutsch haben, wähle hier die Reparaturoptionen aus und jetzt gehe ich hier auf Problembehandlung. Und habe jetzt die Möglichkeit über die erweiterten Optionen, wenn das Ganze lädt, genau, die Eingabeaufforderung, also das klassische CMD zu öffnen. Und jetzt machen wir einen Trick, um zu sehen, welcher Laufwerksbuchstabe unser Stick hat. Normalerweise ist hier kein Windows Explorer mit auf der CD, aber ich kann über Notepad, Notepad ist ja drin, kann ich dann über Datei öffnen, eben drauf zugreifen. Da werde ich jetzt bei dieser Computer auch sehen, okay, das sind jetzt meine ganzen Laufwerke. Da habe ich mein C, da komme ich jetzt auch nicht mehr drauf, das ist verschlüsselt. Und hier habe ich dann mein USB-Laufwerk, das ist jetzt mein Stick. Und wenn ich hier mal alle Dateitypen anzeigen lasse, dann sehe ich hier diesen Petya Extractor, den ihr downloaden solltet. Okay, wir sehen Laufwerk D, D merken wir uns mal. Das ist bei euch vielleicht anders, je nachdem, wie viel Laufwerke ihr drin habt. Dann gebe ich jetzt hier mal ein D-Doppelpunkt, Enter. So, jetzt bin ich in dem Verzeichnis drin. Theoretisch könnte ich jetzt nochmal nachgucken, ist es auch wirklich das Richtige. Das heißt, ich gebe hier mal Dir ein. Dann sehe ich, okay, da ist eine Datei drin, die heißt Petya Extractor. Und jetzt könnte ich hier mit, wenn ich Petya schreibe und Tab drücke, kann ich das vervollständigen. Dann drücke ich Enter und hier habe ich jetzt mein Tool. So. Und dieses Tool, hoppla, jetzt ist es nach hinten gerutscht, dieses Tool erkennt jetzt automatisch die encrypteten Laufwerke, also das ist jetzt Physical Device oder Drive 1 oder 0 besser gesagt. Und jetzt kann man einmal die beiden Informationen, die wir brauchen, einfach rauskopieren. Das Ganze machen wir über Notepad, das heißt, ich öffne jetzt hier mal das Notepad und werde jetzt den Sektor kopieren. Und hier einfügen, also Copy Sektor und dann klickt ihr hier rein und macht STRG V. Dann habt ihr jetzt die Sektorinformationen. Und dann machen wir einen Absatz drunter und eine Leerzeile und packen jetzt hier die anderen Informationen noch mit rein. Den zweiten Schlüssel, den wir brauchen zum Entschlüsseln. Jetzt gehen wir hier auf Speichern unter, wählen unser USB-Drive aus. Und, na, geh halt auf. So. Geben dem Ganzen dann auch noch einen Namen, das ist eigentlich irrelevant. Wir müssen es halt nachher wiederfinden. Und jetzt ist eigentlich der erste Part auf der ja, verschlüsselten Maschine eigentlich schon getan. Wir haben die Informationen für das Formular, die haben wir uns jetzt rauskopiert, die sind jetzt auf dem Stick. Jetzt gehe ich auf meinen funktionierenden Rechner oder auf mein Mobile Device, je nachdem. Es ist natürlich auch möglich, theoretisch mit einem Android-Device, mit einem Android-Smartphone oder Tablet, wenn man da einen USB-Anschluss hat oder einen Adapter, mit dem man dann USB anschließen kann, dass man da den Stick ansteckt und da dann das Ganze rauskopiert, ist alles möglich. Also da ist man dann mittlerweile, Gott sei Dank, sehr flexibel und wer hat heutzutage nicht alles ein Smartphone? So, das war's jetzt erstmal von der infizierten Maschine. Jetzt muss ich nur noch auf meine andere Maschine kommen. Genau, das ist jetzt die Maschine, auf der wir arbeiten können. Und wir müssen halt jetzt noch den Stick uns rüber schaffen. So, jetzt schlägt hier der Stick auf. Und da müssten wir jetzt gleich an unsere Datei herankommen. Genau, hier seht ihr Petya. Dann haben wir jetzt hier diesen ersten Teil, den kopieren wir jetzt ganz oben rein. Auf der Website. Dann haben wir hier den zweiten Teil, den müssen wir jetzt hier unten kopieren. Gehen auf Submit und hoffen jetzt mal,
Und jetzt wird der Key generiert. Und ja, es dauert halt ein bisschen, je nachdem. Ich habe das jetzt schon mal durchgeführt. Und jetzt haben wir hier unseren Encryption Key. Den sollte man sich halt notieren. Und den gibt man dann einfach auf dem infizierten, verschlüsselten Host ein. Das werde ich mir jetzt mal rauskopieren. So, da sind wir wieder auf dem verschlüsselten Device. Das können wir jetzt alles zumachen, können den Rechner natürlich neu starten. Ganz klare Sache. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertippt. Ja, Decrypt. Also man sieht, jetzt wird die Verschlüsselung rückgängig gemacht und das Ganze funktioniert. So, dann gehe ich jetzt mal auf diverse Fragen ein, die uns so die letzten Tage erreicht haben. Und solange kann das Ding ja mal decrypten. Und wir hoffen mal, dass unser Windows 10 dann wieder vorhanden ist. Einmal zum Thema, ja, warum testet ihr kein Bitdefender, Avast, was haben wir noch alles? Emisoft, mir fällt Windows Defender, Symantec. Warum testet ihr diese Virenschutzlösungen jetzt nicht mehr? Das Ding ist, mittlerweile haben diese AV-Hersteller Petya in ihrer Virensignaturdatenbank. Unser Test, den wir damals gemacht haben, der war eigentlich nur dazu da, um zu zeigen, ja, wie sieht's aus, wenn Viren rauskommen und die dann auch, ja, eine halbe Stunde oder zwei Stunden, nachdem sie rausgekommen sind, auf diese Virenschutzlösungen treffen. Wie verhalten die sich? Erkennen die das anhand der Verhaltenserkennung? Weil es heißt ja immer, das klassische Antivirus ist tot. Heutzutage muss man sowas eben mit, ja, Heuristik machen, Behavior Blocker und solche Sachen. Und das war eigentlich der Grund oder der Antrieb für unsere Videoreihe, warum wir das Ganze gemacht haben. Das ist natürlich mittlerweile überflüssig. Ganz einfach, weil es ist, wird ja mittlerweile auf dem klassischen Weg erkannt. Klassischer Weg heißt, wir haben irgendwo eine Datenbank, da liegen Fingerprints, also Abdrücke oder Erkennungsmerkmale von diesen Viren und die werden dann eben erkannt. Das ist halt ein bisschen blöd, wenn der Virus rauskommt, ganz frisch und wird vom AV-Hersteller noch nicht erkannt. Und das war einfach mal so ein, ja, so ein gefühlsmäßiger Rundumschlag bei den Virenschutzherstellern, um einfach mal zu gucken, wie weit sind die mit ihrer Verhaltenserkennung, wie sieht das Ganze aus. Bei den einen funktioniert es besser, bei den anderen weniger gut. Das ist natürlich auch nicht auf alle Viren repräsentativ. Also wenn jetzt ein Virenschutz bei Petya durchfällt, muss es nicht sein, dass er bei einer anderen Virengeschichte durchfällt. Das ist halt wirklich jetzt nur mal anhand des Beispiels Petya so gewesen, dass eben einige durchgerauscht sind. Aber man kann wirklich sagen, dass im Hinblick auf Ransomware, dass man da noch nicht so weit ist, wie man eigentlich sein sollte. Und das macht das Ganze halt so lukrativ. Eine weitere Frage oder eine weitere Anmerkung war noch, ich habe mal erwähnt in einem Video von der Reihe, dass ich den Rechner danach trotzdem neu installieren würde. Warum mache ich sowas? Und es wurde vielfach kommentiert, ja, das ist doch Blödsinn, warum installiert ihr den Rechner neu? Das ist doch alles wieder decrypted, wie es jetzt hier durchläuft. Ganz einfach, man weiß eben nicht, was für Rückstände noch auf dem System sind und dann geht man einfach den sicheren Weg und sagt, okay, ich habe jetzt mein System wieder lauffähig und ich tue das Ganze jetzt, meine wichtigen Daten sichern und installiere das jetzt neu. Das ist einfach eine gängige Methode, auch in der IT-Branche, also auch im Business-Bereich, dass man infizierte Rechner neu installiert. Es ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Also es muss nicht heißen, dass das ganze System, ja, dass das System noch infiziert ist. Das muss es nicht heißen, aber es ist eine reine Sicherheitsmaßnahme und man könnte als Hacker, als Ransomware-Programmierer auf die Idee kommen, naja, lasse ich die doch mal entschlüsseln und nach 3-4 Wochen, dann packe ich eben nochmal sowas rein oder ich habe mir ein Backdoor oder irgendwie und einen Banking-Trojaner installiert. Und das weiß man natürlich nicht. Man weiß nicht, inwieweit diese Ransomware, egal welche, egal ob das ein Locky ist, ein CryptoVault oder eben jetzt auch Petya, wie weit die ins System eingreift. Das kann man nicht genau sagen. Und deswegen ist einfach der Schritt immer dann nach so einer Infektion und einer
vermeintlich erfolgreichen Desinfektion den Rechner neu zu installieren und eben dann nur seine wichtigen Daten in Sicherheit zu bringen und das Ganze dann wieder neu aufs System zu kopieren. Das ist so die Möglichkeit. Wenn man natürlich ein Backup hat, wunderbare Sache, dann einfach das Backup zurückspielen. So, reboot your computer, das machen wir jetzt mal. Und wir hoffen einfach mal, dass unsere virtuelle Maschine jetzt wieder hochfährt. Wir haben ja jetzt bezahlt, in Anführungsstrichen. Ja, das hätten die wohl gern gehabt, die Entwickler von Petya. Und wir schauen jetzt einfach mal. Und da ist jetzt eben das Ding, also ich würde dem Ganzen jetzt nicht vertrauen. Das sind Kriminelle und das ist keine Scherzsoftware. Das sind hochkriminelle Strukturen. Kleiner Schwank aus einer Pressekonferenz von G-Data, also einem Virenspezialisten aus Deutschland, aus Bochum, um genau zu sein. Da wurde erwähnt, dass mittlerweile mehr Geld in dem Cybercrime umgesetzt wird als im Drogenhandel. Und das ist schon wirklich eine krasse Summe. Und das sind keine Kinder, die sowas programmieren. Und das sind hochkriminelle Strukturen. Es gibt mittlerweile auch Statistiken, die besagen, dass viele, ja, mafiöse Strukturen, die eben früher im Drogenbereich tätig waren, auch mittlerweile auf IT und Cybercrime umgestiegen sind. Weil sowas ist natürlich schön, sowas zu programmieren, sowas zu verbreiten. Das ist eine wunderbare, lukrative Angelegenheit. Man macht sich die Finger nicht schmutzig und man ist auch nicht so gefährlich, es ist auch nicht so gefährlich scheinbar, wenn man es ordentlich macht, weil wie will man die Leute zurückverfolgen? Ja, wenn es blöd läuft, wie bei Petya, wird der Algorithmus geknackt und man, ja, entweder der Algorithmus oder eben es ist jemand bei der Entwicklung mit beteiligt gewesen, der meinetwegen Sachen preisgegeben hat, das weiß man natürlich nicht, klar, und dann kommt sowas an die Öffentlichkeit, aber im Regelfall ist das schon ein mehr oder weniger sicheres Business, das Ganze. Ihr seht jetzt, das Laufwerk C wird jetzt überprüft und repariert. Das ist jetzt eine Windows-Geschichte und danach hoffe ich mal, dass die Kiste wieder hochfährt. Aber das waren so die Fragen, die jetzt in den letzten Tagen, Wochen immer wieder aufgekommen sind. Und nach wie vor ist die Gefahr natürlich riesig, was Ransomware angeht. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, falls jetzt ein Unternehmen zuschaut, also ein Business-Anwender. Wir haben auch ein Video gemacht, wie sich Unternehmen, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, gegen Ransomware schützen können. Das empfehle ich einfach mal den Beitrag angucken und da gibt es sehr viel Input, sehr viel Informationen, auch was ich als Systemadministrator bereits im Business-Bereich im Einsatz habe. Natürlich zu Hause, bei mir ist es nicht so, aber da ist die Gefahr auch nicht so groß und der Schaden auch nicht so. Und ja, wie viele ja auch immer schreiben, ja, ist denn so blöd und klickt auf eine Exe-Datei. Ja, man darf halt immer nicht von sich auf andere schließen. Den Fehler habe ich immer gemacht. Und man wird einfach immer wieder überrascht, auch als ITler, was es für Anwender gibt, wie die Anwender, normale Anwender, mit solchen Situationen umgehen. Klar, natürlich, wenn die geschult werden, dann wäre das alles nicht so das Problem. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen es mal durchlaufen. Ja, und wie ihr seht, ist unser Windows 10 wieder bootfähig und ist wieder verfügbar. Und jetzt wäre eben mein Punkt, oder wäre ich jetzt an dem Punkt, wenn ich Betroffener wäre, wo ich sage, okay, ich packe mir jetzt meine wichtigen Daten auf einen Stick oder auf ein anderes Laufwerk und fange jetzt an, dann Windows neu zu installieren, um einfach sicher zu gehen, dass da keine Restbestände mehr auf dem Rechner zu finden sind. Und dann wäre die Sache gegessen und ich denke mal, dann lernt man auch aus dieser Lektion, die man da durchlebt hat mit dieser Ransomware. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen habt, lasst es uns wissen. Ganz guter Anlaufpunkt ist auch unser Forum, unsere Course of You Community. Die findet ihr unter www.courseofyou.com/community. Da könnt ihr natürlich auch Fragen stellen und euch austauschen darüber. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr euch dort auch sehen würden. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von Course of You Tech.